Okay. Was? Wie? Die ganze Zeit über? An jenem Tag befreite der Hammer mich von der Verderbnis des schwarzen Drachenschwarms. Aus Dankbarkeit diene ich der Familie Hochberg, seit Hulln mich aus diesem Loch befreite. Es war mir eine Ehre und brachte mir Freude zu erleben, wie all seine Nachfahren den Titel des Oberhäuptlings erhielten. Es wird etwas dauern, bis Myla das verarbeitet hat. Wir aber sollten jetzt nach Donnertotem zurückkehren. Gleich südlich von hier gibt es einen Tunnel, der uns durch die alte Sklavenenklave der Drogbar bis zu einer Lichtung dahinter führen wird. Wir unterhalten dort einen kleinen Himmelshorn-Wachposten, um sicherzustellen, dass niemand das Gewölbe ohne unser Wissen betritt oder verlässt. Es sollte ihnen möglich sein, uns zurückzufliegen. Okay. Darf ich auf dir fliegen? Na schade. Geht's hin? Was hier runter? Ach, hier wahrscheinlich rein, ne? Aber ich würde halt mal gern da oben die... Naja, wir sehen es gleich. Jetzt sind hier auch die Kisten. Ja, lass mich in Ruhe. Gehen wir halt später nochmal rein. Erzvorkommen. Da sind wir schon. Flugmeister erstmal anklicken. Klasse. Nun, da wir wieder vereint sind, wenden wir uns der Legion zu. So sieht's aus. Ich fand es immer seltsam, dass der alte Ebenhorn niemals zu altern schien. Oder zumindest sah er immer alt aus, wurde aber nie älter. Ach, schön. Okay, das sieht doch nett aus. Oh, was haben wir denn da? Im Moment haben wir... Naturschaden 2%. Heilende Woge. Braucht doch kein Mensch. Feuersturm. Flammenschock verursachen Schaden um 16%. Ja. Hört sich gut an. Jawohl. Unsere Stämme stehen vereint. Jetzt verstehe ich, was Ebenhorn mir schon seit einer Weile zu verstehen geben will. Unsere Leute brauchen keinen Hammer, sondern einen Anführer, der jeder Bedrohung entgegentritt, selbst wenn wir anderen uns fürchten. Und das bleibt zwischen uns. Ich habe natürlich Angst, aber ich bin auch entschlossen. Kehren wir zurück nach Donnerstotem, um uns auf den Krieg vorzubereiten. Der Hochberg bleibt stark. Machen wir. Fühlt ihr die Veränderung in der Luft? Donnerstot. Jetzt will ich aber noch mal ganz kurz gucken in der... Ich bin hier ganz unten. Na gut, hier kann ich nichts machen, ne? Ja, dann gehen wir wirklich zurück nach Donnerstotem. So. Sollte ja nicht so weit sein hier, ne? Hier sind überall Kisten. Ich muss die alle mal farmen. Ich glaube, das hilft schon viel hier mit der Artefaktmacht. Da gibt es hier schon geile Dinge hier. Hinten alles kommt. Wahnsinn. Okay. Wir müssen wieder zu dem jungen Mann zurück. Ach, guck mal hier, die brauchen wir ja auch noch, ne? Und der denn her? Professor Drack. Alter.
hat der denn für ein geile Boots angehabt gerade? Mittelgroße Zeremonielle, kleine Zeremonielle und große. Wo kriegen wir die her? Ach, überall hier sind die. Die brauche ich nicht, ne? Ich muss hier in die Mitte rein. Okay. Das sind alles nur kleine hier, ne? Okay. So, dann sprechen wir mal mit der guten Frau, ne? Die, wo ist? Ja, wahrscheinlich unten, ne? Geht man hier unter? Ist hier was in der Wasserfall? Nein. So, das heißt, ich muss jetzt hier wieder runterfahren, ne? Wenn das korrekt ist. Hui. Ich bin Myla. Ich bin der Oberhäuptling. Oh, jetzt ist es schon Oberhäuptling. Alles klar. Selbst ohne den Hammer weiß ich, was als nächstes zu tun ist. Wenn unsere Truppen sich gesammelt haben, werden wir den Unterkönig angreifen. Yeah. Cool. Okay, die Quest ist abgeschlossen. So, jetzt machen wir hier mal die Side-Quests noch. Und da oben waren ja auch noch Quests. Ja, warum kann ich die jetzt nicht mehr anklicken? Was ist da los? Kann die nicht anklicken. Jetzt geht's wieder. Sehr dubios. Okay, ich wollte mal noch hier rüber gehen. Da war doch auch noch einer, ne? Oh, was bin ich da runtergesprungen? War das hier? Ich meine, das war hier, ne? Da hinten. Das sind auch kleine hier. Ach, guck mal hier. Das sind große Trommeln. Mittelgroße Trommeln. Okay, nur die kleinen muss ich töten. Okay. Gott, jetzt keine so wirklich spannende Quest. Ach, komm mal hier, Familienzusammenführung mit Munzi. Das, da ist er doch. Dann machen wir das doch direkt. Möge Anche euch leiten. Okay. Oh, die ist aber echt lahm, Ingo. Das hast du vorhin gemeint, ne? Boah. Mach dir mal einen Twitter-Account und folg mir mal. Da kannst du mir auch Geld spenden. Oh, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was die hier labert für diese Sidequest. Und wenn du mir folgst, kommt hier so ein geiler Typ, der hier was sagt, dann kannst du auch noch eine Message, kannst du glaube ich nicht schreiben. Achso, die folgt mir echt nach Gehör, da muss ich hier langsam laufen, dann... Wenn ich hier immer so ein bisschen um die rumtänzel, läuft sie komplett mit. Schneller. Sieht so aus, ne? Wenn ich weglaufe. Ja, dann bleibt sie stehen. Cool. Ja, man sollte manchmal doch die Quests lesen, ne? Was war das? Das ist ja echt nervig, also. Komm schon, Mädchen. Muss ich jetzt hin? Direkt da muss ich mit dem Aufzug runter?
Wo stand der Typ? Der stand unten, oder? Oder steht der oben? Sag mir das mal schnell, Ingo. Sonst muss ich hier... War ich jetzt unnötig runter. Tragen? Ich kann die tragen? Seid ihr hier, um zu handeln? Ich kann die nicht tragen. Ach, die zeigt mir von sich aus den Weg, oder? Die läuft jetzt nicht mit, der läuft mit mir her, oder? Ja, die läuft eh den Weg. Ich muss nur in der Nähe bleiben. Das ist ja noch bescheuerter. Das gefällt mir nicht. Die läuft von alleine. Ich muss aber in ihrer Nähe bleiben. Das heißt, sie folgt mir nach Gehör, kennt aber den Weg. Alles klar. Ja, aber sie läuft nur automatisch, wenn ich in ihrer Nähe bin. Komm, noch ein Stückchen. Na, endlich. Grüße. Seid vorsichtig. Dankeschön. Tschüss. Das war ja immer noch Trommeln. Ist auch Trommeln hier? Nein. Wir sind anscheinend wirklich da draußen. Wo war das denn, wo ich hier... Da hinten war das, ne? War das nicht hier irgendwo, wo ich runterspringen wollte? Ne, das war ein Stück weiter hier vorne noch. Ja, okay, dann laufen wir da auch noch hin. Da oben sind aber auch noch Trommeln. Ich weiß ja nicht, ob die genau abgemessen sind, dass ich alle sammeln muss. Oder ob die mir wieder repoppen. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich so. Wenn man die Nebenstorys, eigentlich sollte man die alle lesen und sich Zeit nehmen. Aber das hat sich bei WoW bei mir, ich versuche es jetzt anders zu machen, aber das hat sich bei WoW bei mir so am Anfang eingebürgert, weil am Anfang war das wirklich halt, oh, mein Feld ist nicht bestellt. Nimm mal die 6 Ehren und trag die dorthin und steck die in den Boden rein. Und der nächste, dem ist die Katze auf dem Baum. Und hat sich bei WoW halt nie so ergeben mit Questlesen. Außerdem wollte ich früher halt immer schnell, schnell, schnell auf Max-Level. Und dann raiden. Aber das hat sich auch ein bisschen geändert mittlerweile. So, was hat der hier noch? Ich will ja schon die Sidequests noch machen, bevor ich das hier mache. Fühlt ihr die Veränderung in der Luft? So, aber Nebenquests lese ich wirklich jetzt nicht. Das sprengt komplett den Rahmen bei WoW. Mögen eure Flüsse immer üppig sein. Veränderung in der Luft? Oh nein! Jetzt. Okay. Ist zum Glück nicht so weit weg. Hat der mich runtergekickt? Kleiner Drecksack. Ich wollte schon sagen, ich kann doch nicht reiten, wenn ich tot bin, oder? Ja, netter Flug. Danke, Ingo. Schadenfroh wie eh und je, ne? Hätte ich dein Zeugs gehabt, hätte ich das in der Luft zünden können? Ich hoffe, kann mich hier oben wiederbeleben. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss wahrscheinlich echt da runter und dann wieder außen rumlaufen. Ja, so sieht's aus.
Toll. Ich habe noch Akku gezogen, weil ich wieder auf den Chat geguckt habe. Mein Gott. Naja. Ich will auch nur die Sidequests hier machen. Jetzt lass mich in Ruhe. Wie muss ich von denen töten? 8! Das sollte ich wohl bei den Wachen machen. Ich sehe gar nichts. Ich muss aber noch irgendwas anderes machen. Zornsplitter getötet. Wo ist der gute Zornsplitter? Ist der weiter oben? Oh, das heißt, ich muss hier mich wirklich durchtanken, ne? Zählt der auch, der Meister? Ne, der zählt natürlich nicht. Aber wenn ich den töte, kommen die bestimmt immer, ne? Zumindest bis er respawnt. Hallo? Warum haben die sich jetzt umgedreht? Haben die genau in dem Moment die Wachen getötet oder ist das jetzt... Wird mir ein bisschen knapp hier. Hey, da hinten ist auch noch ein Meister, oder? Was ist das hier? Ja, ist auch noch ein Meister. Okay, hat nichts damit zu tun. Na, da sind schon die Nächsten. Okay, hat wirklich nichts damit zu tun. Ich muss jetzt hier einfach in die Höhle und muss den dann töten. Da sind bestimmt auch noch ein paar Kistchen drin. Die stehe ich ja. Zack. Und tschüss. Immer noch nett. Der hat auch gut viel HP hier. Ist ja, da ist ja Ragnaros schneller down. Du wirst bitte nicht aggro jetzt? Gut. Da sind doch die ersten Kisten. Habe ich doch gewusst. Da drüben natürlich. Ach, und für die Map, für die Höhle gibt es nichts hier. Okay, alles klar. Und da hinten unten? Echt jetzt? Mich veräppeln? Na, dann laufe ich erstmal außen rum. Okay, den haben wir schon. Und nur noch den Zornsplitter. Den muss ich natürlich einmal... Da hinten steht er schon, oder? Schätze ich mal. Jawohl. Dann den hier noch. So, können wir auch mal nutzen hier. Nächsten drei Blitzdinger. Mit dem Unterbrechen sollte man auch immer warten, bis kurz bevor der Cast durch ist. In der Zeit macht er ja nichts. So. Und Zornsplitter. Was ist das? Ich gedacht, das leuchtet. Die Wege da unten kann ich irgendwie hin. Naja, wir gucken einfach mal.
Kickt er auch? Ja, er kickt. Oh, Alter. Soll ich ausweichen oder einfach drauf? Wahrscheinlich einfach drauf, ne? Okay, der hält was aus. Tschüss. So, jetzt war die eine Kiste da hinten noch. Ich weiß ja noch, ob ich die Parts hier auf YouTube dann veröffentliche. Das sind jetzt Sidequests. Ich wollte eigentlich nur die Hauptquests machen, aber. Ja, das ist halt YouTube, ne? Ich will auch die Sidequests zeigen. Gehen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich hier hochkomme wieder. Ich habe hier keine Map. Schade. Leider, leider, leider. Auf jeden Fall cool aus, die Kristallfuzzis hier. Jetzt echt darunter. Da hinten ist auch noch eine. Könnte aber auch außerhalb sein, ne? Die könnten beide außerhalb sein, eigentlich. Das hier auch. Oh, vielleicht ist da unten auch. Ich riskiere das jetzt mal. Okay, scheint zu gehen. Hier komme ich schon mal hin. Da hinten, aber da hinten komme ich natürlich nicht hin, ne? Na doch. Hier komme ich nicht weiter. Okay. Ja, so viel dazu. Dann müssen wir jetzt wie auch immer irgendwie hier wieder zurückkämpfen. Ach, hier geht's ganz einfach hoch, oder? Ja, klar. Hier war nichts mehr von der Seite hier. Keine Ahnung. Ne, dann ist er wohl außerhalb. Oder ich bin zu blöd. Nicht eingezeichnet auf der Map oben. Okay. Gut, bereit zur Abgabe, ne? Wir helfen mal wieder kurz. Wir sind ja nette Menschen. Auch gerade tot? Nein, da kommen schon die nächsten. Nein, 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 mich angreifen. Schön auf die Wachen. Grüße. Oh, gibt sogar was. Beobachtet den Himmel. Cool. Wurde aufgewertet. Sehr fett. Reitet die Winde. Gut, das haben wir auch. So, jetzt müssen wir noch diese Trommeln finden, ne? Naja, ich nehme mal das Kamel. Müssen wir immer noch diese Trommeln hier finden. Aber die sind wahrscheinlich so weit außerhalb, sind die nicht, ne? Ah, da unten vielleicht schon wieder.
Hier stehen keine rum. Wahrscheinlich nur oben oder nur im, wirklich im, in diesem Gebiet hier, ne? Da oben sollen auch stehen irgendwo. Trommeln. Ich sehe keine. Tja, wo sind sie, die Trommeln? Auch jeweils noch eine. Komm schon. Drin? Ist nicht zu groß. Nein! Hier. Jetzt brauche ich nur noch eine große. Da hinten. Da. Gut, können wir auch abgeben. Der ist auch direkt hier. Ist ja optimal gelaufen. Hütet euch vor den Tiefen. Dankeschön. So, das war das. Und jetzt müssen wir nur noch, was heißt nur noch, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir einmal den Stamm der Himmelshörner überzeugen, uns zu helfen gegen die Legion. Und mit dem hier sprechen, ne? Stamm der Bluttotems und Stamm der Himmelshörner. Ja, und ich bin ganz kurz weg an der